Hallo, liebe Freunde des mobilen Wahnsinns. Ich bin wieder in meiner Werkstatt. Und in meiner Werkstatt, in meiner Garage. Ist ja nichts anderes als eine Garage hier, ne? Ganz normale, spießige Garage. Aber der da, der Dicke, passt ja da nicht rein. Also kann ich die Garage ja für was anderes nutzen. Nachdem ich ja hier unser neues Slide-Out-Bett gebaut hatte, was ja schon den ersten Test hinter sich hat und super funktioniert, habe ich jetzt ein weiteres Projekt gemacht. Das ist der Waschtisch. Da kommen noch Böden rein. Hier ist ein kleiner Ausziehtisch drin mit einer Schüssel. Hier oben kommt der Wasserkanister. Da kann man sich dann die Finger drin waschen oder ein bisschen Obst waschen oder so. Und die Schüssel einfach rausnehmen und draußen rausschütten. So. Und das ist das neue Highlight. Unser neuer Klo. Beziehungsweise ein alter Klo, weil der alte Klo, der steht da. Aber der ist in die Jahre gekommen. Der ist immer feucht geworden und irgendwann riecht es auch ein bisschen komisch, finde ich. Also, als wenn das Zeug da, was man da so ins Holz einzieht, wollte ich nicht mehr. Und da ich hier diese ganzen tollen Platten bekommen habe, wovon ich mich übrigens zunächst trennen werde, weil ich brauche die nicht mehr, ich habe jetzt genug, ich brauche noch 3-4 Stück, der Rest. Wenn das jetzt einer sieht, der in der Nähe von bei Schlappach, könnt ihr mich fragen? Könnt ihr gerne haben. Einfach abholen. Eine Kiste Bier mitbringen und gut. Jo, hier ist das neue Toilettenkiste. Die neue Toilettenkiste. Klapper mit Deckel. Da drin ist das Porta-Potti. Und damit man das Ganze auch mal reinigen kann, kann man hier auch noch die aufmachen. Unten drin noch eine Schublade für Zubehör. Toilettenzubehör oder sowas. Alles mit Magneten, diese Schacht. Hier unten auch Magnet drin. Zack, fertig. Und das Schöne ist, das Ganze ist nicht schwer. Das ist ziemlich leicht, weil dieses Tannenkieferholz hier ist echt super leicht. Steht da drauf. Kiefer/Tanne/Holz. Und ja, aber das hier, ich weiß ich nicht, das wirkt auch komische Wellen, das ist halt wirklich so ein Zeug, das sind so Platten, die bei manchen Firmen, wo ich anfahre, die auf den Paletten, auf den Europaletten drauf sind, die haben auch genau das Europalettenmaß, 80x120. Und wie gesagt, wenn jemand welche braucht, einfach eine PN unten drunter oder unten drunter einen Kommentar schreiben, hier, ich kann die Holzplatten hier brauchen. Ich gebe eine Menge davon ab, ich brauche nur 4-5 Stück. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Bewegt euch, bewegt was und vor allen Dingen bleibt mobil. Bis dahin, tschüss, euer Dirk.